Hallo und herzlich willkommen zu den Nachtgedanken. Die Zigarette glüht im Aschenbecher, die Rauchverzehrkerze brennt schon und ich habe wieder drei Gedichte für euch. Ich fange heute wieder mit etwas Besinnlichem an und schließe dann wie immer mit etwas Heiterem, damit wir lächelnd ins Bett gehen können. Ich habe hier von Hermann Hesse einer sentimentalen Dame. Gehört ich zu den Veilchen, Rosen, Nelken, so wär es Wonne mir und höchste Pflicht, an deinem schönen Busen zu verwelken. Doch eine Blume bin ich leider nicht. Wir haben hier auf Erden andere Pflichten, und was Verwelken und so fort betrifft, so musst du eben dies allein verrichten. Stirb wohl, mein Kind, nimm Dolch, Revolver, Gift. Mir liegt es ob, beschäftigt zu erscheinen, Harnsäure sondere ich ab in Form von Gicht. Vielleicht werd ich an deinem Grabe weinen, doch eine Blume bin ich leider nicht. Das ist böse. Ne? Das nächste, was ich für euch habe, sind die guten Bekannten. Wieder von Eugen Roth. Ein Mensch begegnet seinem Zweiten. Sie wechseln Form und Herzlichkeiten, sie zeigen Wiedersehensglück und gehen zusammen gar ein Stück. Und während sie die Stadt durchwandern, sucht einer heimlich von dem anderen mit ungeheurer Hinterlist herauszubringen, wer er ist. Dass sie sich kennen, das steht fest, doch äußerst dunkel bleibt der Rest. Das Wo und Wann, das Wie und Wer, das wissen alle zwei nicht mehr. Doch sind sie, als sie sich nun trennen, zu feig, die Wahrheit zu bekennen. Sie freuen sich, dass sie sich getroffen, jedoch im Herzen beide hoffen, indes sie ihren Abschied segnen, einander nie mehr zu begegnen. Richtig und falsch. Ein Mensch trifft einen in der Stadt, der ihn zu treffen Freude hat und ihm zum Gruße unbekümmert die linke Schulter halb zertrümmert. »Na herrlich«, ruft er, »alter Knabe, gut, dass ich dich getroffen habe. Ich wette, du lässt dich nicht lumpen, mir eine Kleinigkeit zu pumpen. 5 Mark bis morgen oder 10. Recht vielen Dank, auf Wiedersehen.« Der Mensch ist noch im Ungewissen, wieso man ihm 10 Mark entrissen, als schon ein zweiter ihm begegnet, der diesen Zufall grad so segnet. Mit Seufzen hebt er an die Klage von der zurzeit sehr schlimmen Lage, und zwar a. von der allgemeinen, b. insbesondere von der seinen. Der Mensch indes, der andere stammelt, sich still zur Abwehrkräfte sammelt, zur Rede, welche mild gedämpft des andern Absicht niederkämpft. Moral: von Wert ist nur der rasche Zugriff auf deines nächsten Tasche. Haltet eure Flocken beieinander. Ab Dienstag, nee, Montag haben wir wieder einen Lockdown, aber alles gut, es haben nur die Kneipen, Restaurants, Museen und Fitnessstudios zu und noch so ein paar andere. Alle meine Freunde, und ich weiß, das sind einige, die Hotels haben, Cafés haben, Restaurants haben, haltet durch, haltet eure Fenster geöffnet, wir kommen zu euch ans Fenster. Wir werden bei euch weiterhin Eis, Kuchen, Kaffee, Aperölchen und was weiß ich kaufen. Hauptsache, ihr unsere Freunde überlebt. Jetzt liegt's an euch. Ihr müsst die Fenster aufmachen und wir werden sie besetzen. Und zwar, indem wir bei euch Essen kaufen und Getränke. Passt auf euch auf, ihr alle da draußen. Gute Nacht.